Hallo, mein Name ist Sebastian Nitschke, Leiter Support und Service von MSU Berlin. In diesem Video erhalten Sie einen Einstieg zum Gestalten der Drucklayouts. Detaillierte Beschreibungen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie im Handbuch Layout Editor, das im Lieferumfang Ihres Programms enthalten ist. Oder Sie laden dieses im Handbuchbereich unserer Homepage unter www.msu.de. So individuell wie Ihre Firma ist, so individuell sind auch die Drucklayouts und sie dienen der Selbstdarstellung eines Unternehmens. Zugleich erhöhen sie den Wiedererkennungswert bei ihren Kunden. In einem Programm von MSU Berlin können Sie die Drucklayouts, zum Beispiel für Rechnungen, erstellen und Ihrem CI anpassen. Dazu gehören unter anderem die Schriften und das Logo. Zum Erstellen von Drucklayouts hat MSU Berlin den Layout-Editor HM Webport der Firma Heubach Media integriert. Mithilfe dieses Editors können Sie Drucklayouts optisch gestalten, ohne seitenlange Programmiercodes eingeben zu müssen. Auch ist es möglich, mehrere Drucklayouts, zum Beispiel mehrere Rechnungslayouts, zu erstellen, um beim Drucken zwischen diesen zu wählen. Die Drucklayouts werden direkt in der Datendatei gespeichert, in der alle Ihre Daten gespeichert sind. Somit sind Sie nach jedem Update, Upgrade, Rechnerwechsel oder auf den verschiedenen Arbeitsplätzen im Client-Server-Betrieb jederzeit verfügbar. Die Erläuterung der Layout-Bearbeitung erfolgt am Beispiel des Programms MSU Projekt. Diese ist auf alle Programme und Programmmodule übertragbar. Alternativ zur eigenen Bearbeitung der Drucklayouts stehen wir Ihnen im Support mit unserer jahrelangen Erfahrung unterstützend zur Seite. Seien es kleinere Anpassungen mithilfe einer Fernwartung oder die komplette Layout-Erstellung nach Ihrer Vorgabe. Fragen Sie uns unter support@msu.de.